Grüßt euch Leute zu dem Video. Zu dem neuen Video, oder? Grüßt euch Leute zu dem neuen Video. Viele haben mir mal auf Insta Fragen gestellt über das Moped, was ich für Teile fahre und ja generell, was so verbaut ist. Und ihr konntet mir letzte Woche einige Fragen noch auf Insta stellen. Hatte ich extra in die Story gepackt. Da werde ich auch noch mal drauf eingehen, auf viele Fragen. Und die ganzen Moped-Teile, die ich hier verbaut habe, sind auch in der Infobox verlinkt. Würde ich einfach mal sagen, wir legen los. Also ich werde mal anfangen mit dem Lenker. Hier habe ich einen Pro-Taper verbaut in schwarz. Daran habe ich diese Zapparmaturen. Auf der Seite habe ich eine Bremspumpe von Ronge. Und habe hier halt diesen Zapphebel dran gebaut. Da müsst ihr ein Adapterstück kaufen, sag ich mal. Gibt es auch bei Ronge, verlinke ich alles. Und habe ich hier Pro-Grip-Griffe, die 791, die finde ich eigentlich ganz gut. Ansonsten habe ich noch den Schnellgasgriff verbaut von MZA, weil ich den einfach qualitativ ganz gut finde und die anderen mir nicht so ganz gefallen. Ich fahre hier eine CNC-Längerklemme von SH mit einer die ist ja lose. Die war noch nicht richtig fest. Mit einer Lenkkopfmutter, auch von SH Tuning in Rot. Was ich am meisten gefragt worden bin, die ganze Zeit immer, was ich für eine Telegabel fahre. Das ist die SWH für ein SR50. Ich habe die hier ein bisschen härter gemacht, weil es einfach schöner für Wheelies ist. Und daran fahre ich die Gabelversteifung von CNC Bombast. Echt top. Ich hatte immer das Problem, dass es vorne mein Rad krumm drückt, aber seitdem ich die drin habe, habe ich keine Probleme mehr. Außerdem die Schutzbleche. Viele Leute denken halt, die sind aus Echtcarbon, sind sie aber nicht. Das ist Wassertransferdruck, das hat ein Kumpel für mich gemacht, mit einer dünnen Klarlackschicht obendrauf, damit die extra schön glänzen. Hier vorne habe ich eine 208er Bremsscheibe verbaut von Ronge, natürlich schwimmend gelagert. Und mit einem normalen Huating-Sattel. Der wird aber nicht ewig bleiben. Hier will ich noch mal einen anderen dran machen, weil der ja ein paar Probleme macht. Bin ich jetzt nicht so überzeugt. Die Räder hier, was auch sehr viele fragen, was das für eine Felgengröße ist. Also vorne fahre ich 1,85 x 16 mit einem Heidenau K63. Falls jemand das wissen will, es ist der 80-80-16 und hinten fahre ich 2,25 oder 2,15 Felgen mal 16 mit einem 90-80 Reifen. Hinten der Reifen ist natürlich etwas breiter, finde ich einfach schöner zum Fahren für Wheelies und so. Wie ihr hier auch sehen könnt, ist hier kein einziges Kabel verlegt. Also Lichtschalter oder so habe ich hier einfach nicht verbaut, weil ich habe ja kein Licht. Hier vorne ist einfach nur ein Plexiglas drin, ein schwarzes. Schöne Grüße an Jason. Und demzufolge habe ich hier auch keinen Ausschalter oder so. Ich habe hier auch kein Zündschloss. Ich muss die halt jedes Mal abwürgen. Hier bei der Bremsleitung, wo sich manche beschweren, dass die ein bisschen lose rumhängt, die ist auch ein Ronge. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel Millimeter lang. Ich kann es euch dann einblenden. Das Tankset hier habe ich von zwei verschiedenen Verkäufern gekauft. Der Tank ist aus Berlin und die Seitendeckel sind aus Chemnitz. Dann machen wir mal hier weiter. Das ist ein originaler Tankdeckel, wo ich einfach so einen Schmiernippel reingemacht habe und einen Schlauch drauf gemacht habe. Das ist einfach nur dazu da, wenn ich Videos mache. Und das nicht drauf wäre, würde mir der ganze Sprit hier rauslaufen und sonst wohin spritzen. Und so habe ich immer noch die Entlüftung und der Sprit geht bis hierher, wenn ich Videos mache, und geht dann einfach wieder zurück. Hier auf der Seite ist nicht gerade sehr viel drin. Also hier die Seite wurde wirklich nur für die Zündung genutzt und auf der anderen Seite ist nur der Luftfilter. Ich habe hier noch ein paar Löcher drin im Luftfilterkasten, damit die halt ein bisschen mehr Luft bekommt. Ihr habt mich auch gefragt, ob ich hier irgendwas verstärkt habe an den Rahmen. Ich habe ausschließlich die Enduro-Streben reingebaut.
Und ansonsten habe ich eine Kastenschwinge von ZT Tuning, aber der Rest ist wirklich original. Ich habe nicht mal ein anderes Lenkkopflager reingebaut. Das ist immer noch das Originale und es hält einfach. Viele sagen ja, ab einer gewissen Leistung musst du andere reinbauen, aber es geht. Was mich auch einer gefragt hat, war, ob ich hier schon mal Probleme mit dem Rahmen hatte, ob der irgendwo gerissen war. Und ja, er war einmal gerissen. Hier unten bei der Fußraste. Das war kurz vor Suhl, einmal, einen Tag vor Suhl, habe ich noch nachts den Rahmen geschweißt, alles auseinandergenommen, geschweißt und nächsten Tag zum Simson-Treffen. Ansonsten hatte ich bis jetzt keine Probleme wieder. Ist auch nichts eingerissen oder so. Es hält einfach. Und hier oben, was sehr, sehr viele fragen, was das sein soll, das sind so Axle-Packs oder wie die heißen, vom BMX. Die habe ich einfach hier dran geschraubt, weil wenn ich mal mein Moped weghaue oder so, dann schlägt es hier auf und ist der Tank und so einfach viel mehr geschützt. Wie man sieht, habe ich auch mein Moped schon öfters abgelegt. Hier hinten habe ich noch eine Wheelie-Bar dran gebaut, damit ich mit meinem Fuß hier einhaken kann. Das ist einfach nur ein Vierkantrohr, was ich hier zusammengeschweißt habe und mehr ist das einfach nicht. Hier mit den Stoßdämpfern bin ich noch nicht ganz so zufrieden. Es werden hier noch bald neue reinkommen oder ich hoffe es zumindest bald. Die sind jetzt schon seit einem halben Jahr ausverkauft, aber vielleicht kommen ja mal neue. Zurzeit sind es noch die 360 mm lang von ZT, aber haben mir noch nie so ganz zugesagt, was die Performance angeht. Hier drüber sind die Aserbis-Schützer, was sehr viele haben. Hier hinten fahre ich nicht einen originalen Dämpfergummi, auch keinen verstärkten. Hier hinten drin ist alles umgebaut. Da habe ich so eine Platte eingebaut, wo man den Dämpfergummi zerschneiden muss. Weil durch die ganzen Wheelies und so hat das nie lange gehalten. Und so fahre ich das jetzt schon über ein Jahr und es geht einfach. Als Bremse fahre ich den SH-Bremshebel und auf der anderen Seite die SH-Bremsstange. Als Bremsbacken fahre ich ganz normale Ori-Bremsbacken. Ich weiß gerade gar nicht, was ich genau drin habe. Entweder diese Enduro-Bremsbacken oder Sport-Bremsbacken. Aber es kann doch sein, ich fahre irgendwelche normalen. Ich weiß es jetzt gar nicht. Kommen wir nun zum Kettentrieb. Hier vorne fahre ich einen 15er Ritzel, natürlich verstärkt, mit einer roten Kette von Ostoase. Hier habe ich eine Umlenkrolle verbaut, damit es hier nicht schleift. Und hier oben habe ich noch so eine Gleitschiene. Hier hinten, ne, weiß ich jetzt nicht genau, was ich für ein Ritzel fahre. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 39. 39 fahre ich hinten. Also so eine, ich kann sein, dass ich mich verzählt habe, aber ich glaube so 39. Ihr habt mich auch gefragt, was das für Fußrasten sind und was für ein Fußrastenträger. Das ist einfach ein verstärkter Fußrastenträger von ZT, den ich hier abgeschnitten habe und habe hier Adapterteile reingeschweißt. Habe ich auch verlinkt. Dann habe ich einfach billige Fußrasten von Amazon dran gemacht. Worauf ihr wahrscheinlich alle gewartet habt, ist der Motor. Ich fahre hier am Motor ein 20er Miguni. Als Zylinder fahre ich den ZTG 95 Stage 2. Ist jetzt nichts Besonderes, nichts vom Privattuner oder so. Für mich reicht der. Der ist auch schön haltbar, hat schon vieles mitgemacht. Bin echt top zufrieden. Hab gesehen, den gibt es gar nicht mehr bei ZT. Daher etwas schwierig, den zu verlinken. Und dann habe ich noch diesen großen Fächerkopf verbaut für einfach mehr Kühlung und Optik. Jetzt kommen wir hier zum Rumpf. Ich fahre hier auf der Seite den Kupplungsdeckel von SH mit den Sichtfenstern. Viele sagen ja immer, dass der hier undicht sein soll oder werden soll. Ist bei mir nicht der Fall. Wenn man hier genau reinschaut, sieht man die rot alloxierte Druckplatte, auch von SH, und einer verstärkten Kupplung von ZT. Die Kupplung werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Da hatte ich ja erst ein Video dazu gemacht. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Als Premier habe ich den ZT Premier, der gerade verzahnte. Und als Kurbelwelle, die ist auch von ZT, das ist die Langhub-Kurbelwelle, die 48 mm, weil der Zylinder ein Langhuber ist. Hier ist ein Fünfganggetriebe verbaut, auch von ZT.
Eins mit langem ersten Gang und einem verschraubbaren Schaltwalzenbolzen. Kugellager und die ganzen Kleinteile werde ich jetzt nicht unbedingt in die Videobeschreibung reinpacken, weil ein Großteil ist der Original, außer die Kugellager. Das ist von SH oder so, weiß ich jetzt nicht mehr. Hier auf der Seite habe ich auch wieder den Lichtmaschinendeckel verbaut von SH mit Sichtfenster und habe hier noch ein bisschen was ausgeschnitten, damit man die Kette mehr sieht. Und als Zündung fahre ich die MVT von JW oder so. JW oder Langtuning. Als Auspuff fahre ich zurzeit den JW G85 Premium. Ich finde, der passt ganz gut zum Moped und geht auch sehr gut. Ungefähr ein Jahr habe ich den Motor. Der lief immer top. Schöne Grüße an Tim, der mir geholfen hat bei dem Motor. Das Einzige, was mal nachgegeben hat, war der Halbmond vom Premier auf der Kurbelwelle und die Kupplung. Hattet ihr ja gesehen, aber konnte ich mir schon denken, dass die nicht ewig mitmacht. Und die wird höchstwahrscheinlich auch nicht ewig machen. Daher alles gut. Aber ansonsten hat mich der Motor echt nie in den Stich gelassen. Und da hoffen wir mal, dass er 2022 auch so gut hält. Also ich hoffe, ich konnte eure ganzen Fragen beantworten oder zumindest einen Großteil. Die ganzen Teile von dem Moped, zumindest alles, was es noch gibt und möglich ist, sind in der Infobox unten verlinkt. Da könnt ihr einfach mal vorbeischauen und selbst anschauen, was ich so verbaut habe. Ansonsten gibt es hier nicht mehr viel zu erzählen. Falls ich irgendwas jetzt hier vergessen habe zu erklären oder so, könnt ihr es mir nochmal gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten hoffe ich, euch hat es gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.